Hallo aus dem Anspieler-Spieleladen. Ich gebe euch einen kleinen Einblick in das Spiel Stellium vom Boardgamebox, ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. In diesem Spiel geht es darum, durch geschicktes Setzen der Planeten die verschiedenen Konstellationen der Siegpunktkarten zu erfüllen. Um die vorgegebene Anzahl an Siegpunkten, die abhängig von der Spielerzahl ist, zu erreichen. Hier ein Beispiel für eine Siegpunktkarte. Hierfür würde ich Siegpunkte bekommen, wenn ich es schaffe, grüne Planeten in der Mitte von Galaxien zu platzieren. Was ist eine Galaxie? Ihr seht hier unser gesamtes Universum, was aus 6 verschiedenen Galaxien besteht. Dabei ist eine Galaxie quasi eine Drehscheibe. Zu Beginn des Spiels werden auf jeder Galaxie von jedem Planeten willkürlich ein Himmelskörper abgelegt. Und nun beginnt das Spiel. Bin ich an der Reihe, muss ich 5 Punkte abarbeiten. Der erste Punkt ist, ich greife in den Sack, wo die restlichen Himmelskörper alle enthalten sind. Und nun habe ich 5 Sekunden Zeit, einen Himmelskörper rauszuziehen. Natürlich schaue ich mir vorher meine Siegpunktkarte an, die ich habe, und versuche entsprechend den Planeten herauszuziehen. Woran kann ich die Planeten unterscheiden? Die Planeten selber haben alle eine unterschiedliche Oberfläche. Die fast durchsichtigen zum Beispiel sind sehr, sehr körnig. Die rosanen, die Supernova, die sind rau und auch uneben von der Oberfläche her. Die grünen sind ganz glatt und die blauen Planeten sind rau. Ich habe jetzt gerade eben einen fast durchsichtigen Himmelskörper gezogen und muss diesen nun in dem Universum auf einer Galaxie platzieren. Ich platziere den Himmelskörper jetzt hier. Der zweite Schritt ist, dass ich danach, nachdem ich den platziert habe, den Einfluss des Himmelskörpers wirken lasse. Die verschiedenen Farben geben quasi vor, was passiert. Den Himmelskörper, den ich gerade gesetzt habe, der hilft mir, dass ich eine Galaxie drehen darf. Ich darf sie so weit drehen, wie ich möchte, sollte natürlich vielleicht auch meine Siegpunktkarten im Hinterkopf behalten. Wichtig ist, ihr dürft sie nicht um 360 Grad drehen. Die grünen Himmelskörper, die bewirken das, wenn ich einen grünen Himmelskörper platziere, dass ich einen benachbarten Planeten irgendwie tauschen kann. Das heißt, wenn ich diesen grünen Planeten platziert hätte, könnte ich jetzt zum Beispiel den rosanen nehmen und den mit dem tauschen. Die blauen Planeten, die bewirken etwas, wenn ich einen blauen Planeten platziere, nehme ich den in der Hand, setze ihn hier hin, dass ich dann diesen einen weiterschieben kann. Und damit würden alle weiteren Planeten auch weitergeschoben werden. Passiert es dann, dass ein Planet rausrutscht, kommt dieser wieder in den Sack hinein und kann vom nächsten Spieler mitgezogen werden. Zu guter Letzt haben wir noch die Supernova. Das sind die pinkfarbenen Himmelskörper. Wenn ich einen solchen ziehe und platziere den auf einer Galaxie, wird eins dieser schwarzen Löcher aktiviert. Und das heißt für mich, wenn ich sie platziert habe und ich möchte, dass dieses schwarze Loch die Anziehung auswirkt, könnte ich zum Beispiel diesen Himmelskörper dahin ziehen, wenn es mir hilft, um meine Siegpunkte zu erfüllen. Wenn ich das gemacht habe, den Einfluss wirken lassen habe, kann ich prüfen, habe ich mein Ziel erfüllt, ja oder nein. In dem Fall hätte ich es erfüllt, weil ich einen blauen Planeten in die Mitte gesetzt habe. Da ich nur einen blauen Planeten auf dem gesamten Universum in der Mitte habe, habe ich hierfür einen Siegpunkt bekommen. Dann lege ich die Siegpunktkarte offen vor mich hin und nun darf ich ein neues Ziel aufnehmen. Ein neues Ziel aufnehmen heißt, ich suche mir eine der offenen Siegpunktkarten aus und zeige sie meinen Mitspielern, damit sie wissen, was ich habe, und nehme sie dann verdeckt zu mir und decke wieder einen neuen Planeten auf. Wie zu Beginn erwähnt, ist das Spiel dann zu Ende, wenn einer der Spieler bereits die vorgegebene Siegpunktanzahl nur mit Hilfe der Siegpunktkarten erfüllt hat. Wofür bekomme ich aber noch Siegpunkte? Zum einen bekomme ich Siegpunkte für meine erfüllten Karten, die ich hier liegen habe. Die Siegpunktkarten selber, wie ihr seht, haben aber verschiedene Farben. Und je mehr erfüllte Siegpunktkarten von verschiedenen Farben ich habe, desto mehr Siegpunkte bekomme ich, weil für jede Farbe, die ich erfüllt habe, bekomme ich noch einen zusätzlichen Siegpunkt. Auch die Einflussmarker, die ich nicht eingesetzt habe, bringen mir jeweils einen Siegpunkt. Wenn ich jetzt die Person bin, die die kompletten
Punkte schon alleine mit den Siegpunktkarten erfüllt habe, dann wird die Runde noch komplett zu Ende gespielt, damit auch alle die gleiche Anzahl von Spielzügen gemacht haben. Zum Schluss zählen wir quasi die Punkte zusammen und wer dann zum Schluss die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt weiterhin gesund und denkt dran, ihr könnt uns jederzeit über die auf unserer Internetseite anspieler.de genannten Kontaktwege kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder auch weiterhin Beratung wünscht und eine Lieferung wünscht. Bis denn.